Aber jetzt schon. Teleprompter steht aber nichts. Ich frei reden. Okay, alles klar. Also Vorwort dazu. Seit 2016 ist auf YouTube was eingedonnert, würde ich sagen. Demoralisierung unserer Kinder. Das sollte man sich anhören. Auf jeden Fall sollte man sich das anhören. Da wird dann einem klar, dass die Bücher, die für unsere Kinder in Sexualkunde geschrieben werden, tralala, alles von verurteilten Straftätern, Sexualstraftätern geschrieben worden ist und noch mehr und pro Familia und. Dann kommen die ins Klassenzimmer, trennen die Mädchen von den Jungs und sagen, Kai, du weißt doch gar nicht, ob du ein Kai bist, vielleicht bist du eine Katharina und Sabrina, vielleicht bist du ja ein Sebastian. So, die Lehrer müssen raus, das ist das Erste, dann kriegen sie von Analverkehr erzählt in der 4. Klasse und das muss einfach nicht sein. Wie gesagt, wir wissen aus MK-Ultra-Programmen, dass Kinder, die zu früh sexuelle Erfahrungen machen, die spalten ihre Persönlichkeit und das ist das, was die Elite will. Die wollen ein Volk, das leicht zu kontrollieren ist und natürlich so ein Lebenslegistheniker wie ich, der ist einfach zu handeln. So, jetzt dazu, warum schicke ich das an 700 Leute? Es kommt dazu, dass ich bei 3 Profilen gesperrt bin für Kommentare und Posts. Also kann ich ja nichts posten und nichts kommentieren. Ich kann halt nicht eben kundtun, was mir am Herzen liegt und das ist eben diese scheiß Pedogate-Bastarde. Und da ich das nicht kann, muss ich 2 Minuten Video zusammenschneiden und muss es an 700 Leute über den Messenger schicken, dass ich abends weiß, ich habe versucht, was zu tun. Sonst kann ich nicht schlafen, wenn ich dieses Thema nicht täglich irgendwie in Erfahrung, im Munde habe. So, und jetzt guckt es euch selber an. Das Problem ist, Leute, es gibt nur Schwarz, Satan und Tod und Weiß, ewiges Leben und unser heiliger Vater. Das Problem ist, dass 90% der Menschheit, das ist meine Schätzung, in verschiedenen Grautönen leben. Ist egal welcher Grauton. Grau ist im Arsch, grau ist down under. Ich hoffe, dass das Video irgendwem irgendwas sagt. Ich weiß nicht, wem es irgendwas sagen soll. Ich weiß nur, dass ich es 100-mal privat erzählt habe, dass 700 Leute reagieren nicht. Und diese privaten Leute, die denken, das ist doch gar nicht, das kann nicht sein. Und es ist aber so, von 700 Leuten kommen 3 Kommentare zurück. Das ist ein Kotz-Smiley, ein wütender Kopf-Smiley und einmal, was willst du mir damit sagen? So, was will ich dir damit sagen? Was will ich dir damit sagen, mein Freund? Du hast Kinder um dich herum, wir haben alle Kinder um uns herum. Die einzigen, die keine Kinder um sich herum haben, sind Rentner im Altersheim, aber die brauchen noch keine Kinder. So, und die Kinder, die sind unserem Schutz ausgeliefert. Wir sind dem Schutz verpflichtet. Und wer das Thema ignoriert und zur Seite schiebt, der kann sich gleich, macht der Trick mit dem Strick. Oder geh nachts um 3 und verkauf deine Seele an Satan, ich weiß auch, wie es geht. Nimmst einen Vogel, drehst den Kopf rum und sprichst deinen Wunsch aus und Satan wird sich dann auf jeden Fall bei dir melden. So kannst du wenigstens deine letzten sinnvollen Jahre hier noch sinnvoll erleben, weil egal in welchem Grauturm du bist weg. Verstehst du? Weg. Einfach nur weg. So, in diesem Sinne, leck mir die Rimme. Ein Kind spielt mit einem erwachsenen Mann. Es wird gekabbelt, gestreichelt. So, ihr seht, jetzt hat ein Video gesendet, ein Video gesendet, ein Video gesendet. Also so circa nach 4-5 Mal runterscrollen fängt es an, dass alle Kontakte mir nicht bekannt sind. Also mir scheißegal. Und ihr seht immer wieder ein Video gesendet, ein Video gesendet. Es sind circa 700 Leute, an die ich das geschickt habe. Und das schon 3 Mal jetzt seit 2016 und 3 Mal dieselbe Resonanz. Leckt mich am Arsch innen drin. Weil auf den Bauch gekackt und drüber gerutscht. Deswegen, ich wünsche euch eine schöne Zeit, in der euch noch bleibt. Also wer es genau wissen will, der kann ja irgendwie langsamer machen und sich das angucken. Ich mache jetzt halt Schnellvorlauf, weil das sind viel zu viele Minuten, die sich eh kein Schwein antun wird für eine Information, die ja nur das Wohl unserer Kinder betrifft. Wenn es jetzt um Katzenvideos gehen würde und Mittagsmenüs, dann hört man wahrscheinlich 5 Minuten Spannweite, was Aufmerksamkeit betrifft. Aber bei Sexualstraftätern in der Kita, das ist halt natürlich nichts wert. Und ich sehe es genauso, drauf geschisse auf die Leute, die das ignorieren. Aber richtig gut drauf geschisse, ne? So richtig mit Anlauf, würde ich sagen, aber... Ne, ihr müsst selber wissen, was ihr macht. Ihr seid alt genug und wenn euch das nicht wichtig ist, dann Pech gehabt, dann seid ihr auch nicht wichtig.